Das sieht man auch nicht alle Tage. Wetttrinken in einer Duisburger Bierbrauerei. Wer bekommt mehr deutsches Bier runter? Und hier handelt es sich um niemand Geringeres als die Profis der US-amerikanischen National Football League, der NFL. Ja, wenn es um deutsches Bier geht, dann können selbst die Amis nicht widerstehen. Wie gefällt's denn so in Deutschland? Die Sache, die ich am meisten hier liebe und die sich abhebt von jedem anderen Land, das ich bisher besucht habe, ist Bier-Yoga, wo du Yoga machst und nebenbei Bier trinkst. Das ist echt cool. Beides zusammen, also Bier und Yoga, das ist einfach nur abgefahren. Das ist wie ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade. Die Profis der NFL sind zurzeit auf Werbetour durch Europa. Und wenn man schon mal im Ruhrgebiet ist, dann darf natürlich eines nicht fehlen: einen Abstecher in die gelebte deutsche Bierkultur. In diesem Fall eine Führung durch eine Bierbrauerei. Nach einem kurzen Geschmackstest geht es für die Football-Stars dann los, durch die heiligen Hallen der Brauerei. Vorbei an der Schaltzentrale im Sudhaus, dem Gärungskeller, zwischendurch noch eben schnell ein Fanfoto machen und dann weiter durch die Abfüllanlage. Und zwischendurch durfte natürlich immer mal wieder probiert werden. Da haben selbst die Jungs aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht schlecht gestaunt. Das ist bei weitem die größte Brauerei, die ich bisher gesehen habe. Über 175 Millionen Liter gehen hier jedes Jahr an Bier raus. Das ist verrückt. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Das war schon echt cool. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in einer Brauerei bin. Aber einfach so nah dran am Geschehen zu sein, wie das Bier produziert wird, das war schon cool zu sehen. Außerdem bekommen die Mitarbeiter hier im Monat 80 Liter Bier. Das ist unfassbar. Ich wünschte, ich könnte hier arbeiten. Profi-Footballer Alex Mack als Kollegen zu haben, das hätte bestimmt auch Patrick Damberg gefreut. Er hat die Jungs bei der Führung begleitet. Ich bin großer Football-Fan, verfolge die Spiele regelmäßig und habe mich da persönlich noch mehr gefreut, als ich mich beruflich praktisch an der Stelle gefreut habe. Und es ist schon eine tolle Sache, die Jungs einmal aus der Nähe zu sehen. Ganz nah durften die NFL-Profis heute am deutschen Bier sein. Dem Kupi. 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 Ja, das mit der Aussprache läuft doch schon ganz gut. Noch schnell ein Erinnerungsfoto und dann ging es für die Jungs auch weiter. Auf zur nächsten Station in Deutschland.